Wisst ihr, ich schaue mir echt gerne Comicverfilmungen an. Wirklich. Aber nicht jeder sollte eine machen. Als eine von ihnen eine Geheimformel entwickelt, die Superkräfte verleiht, avancieren zwei beste Kindheitsfreundinnen überraschend zu einem Superheldinnen-Duo. Das ist der grobe Plot von Thunder Force. Thunder Force, eine Netflix-Produktion, Superheldenfilm und was ein Rotz. Sorry Netflix, ich bin großer Netflix-Fan, aber was ein Rotz war das denn? Hauptdarstellerinnen hier sind Melissa McCarthy, die kennt ihr, ja? Man liebt sie oder man hasst sie. Ich glaube, da gibt es nichts, gibt es kein Mittelding bei der Frau. Octavia Spencer, eine wirklich starke Charakterdarstellerin. Keine Ahnung, was die hier zu suchen hat. Darüber noch hinaus Jason Bateman, Bobby Cannavale, ja, ich glaube schon, Cannavale und Pom Clementif. Die kennen wir spätestens aus ihrer Rolle in Guardians of the Galaxy als Mantis. Regisseur hier ist Ben Falcone. Ja, einen kleinen Mafia-Namen, klingt zumindest ein bisschen so. Also, Ben Falcone ist hier Regisseur. Zeitgleich Ehemann von Melissa McCarthy. Ja, der Mann hat in der Vergangenheit rausgebracht. Tammy. Fand ich nicht so toll. Was haben wir noch? Ich habe noch zwei andere notiert. The Boss. Fand ich nicht so toll. How to Party with Mom. Fand ich nicht so toll. Alle drei ebenfalls mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle. Das nenne ich mal gepflegte Vetternwirtschaft hier. Der Film ist ab 12 Jahren und geht 1 Stunde 47 Minuten. Meiner Meinung nach 1 Stunde 40 Minuten zu lang. Das ist ein bisschen übertrieben. Ab zu den positiven und negativen Punkten. Yeah! Was hat mir gefallen? Also, ich überlege gerade, die Teenagerzeit von den beiden Damen, die wurde gar nicht so schlecht dargestellt. Darüber hinaus, ja, ein, zwei, drei Mini-Jokes, ja, wo man ein bisschen schmunzelt. Ja, ja, ich habe ein paar Mal geschmunzelt, ganz selten, aber sonst habe ich eine eiserne Miene gezogen. Einige Effekte, wenige, wirklich wenige Effekte, sehen nicht schlecht aus. So, das war's mit den positiven Sachen, jetzt kommen die negativen. Octavia Spencer, was zum Teufel hast du in diesem Film zu suchen? Die wirkt absolut lustlos. Die Frau ist eine super Schauspielerin, hat sie mehr als nur einmal bewiesen. Was zum Teufel sie hier zu suchen hat, weiß ich nicht. Die Frau wirkt aber kein Stück glücklich. Wie gesagt, die Witze zünden so gut wie gar nicht. Wirklich. Also es ist eher ein Fremdschämen-Film. Und zwar ein ganz gepflegter. Jason Bateman! Was zum Teufel suchst du auch hier? Die Rolle von Jason Bateman in diesem Film mit seinen kleinen Krebshänden. Absolut peinlich. Peinlich, nicht lustig. Und boah, früher in den 90ern hätte diese Rolle Karrieren ruiniert. Ohne Frage. Das ist eine Vollkatastrophe von einer Figur in einem Film. Und dann noch diese Tanztraumszene. Boah! Ich hätte fast gegen den Fernseher gekotzt. Ich will ganz ehrlich sein. Wie gesagt, manche Effekte sehen einfach nur grottenschlecht aus. Also wirklich grottenschlecht. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr das Budget des Films. Dürfte aber wahrscheinlich so viel gewesen sein wie ein gebrauchter Passat. VW Passat aus dem Jahre 1999. So sieht der Film zumindest aus. Ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, dass ich den Film eigentlich schon nach 20 Minuten ausschalten wollte. Es war für mich persönlich sehr, sehr anstrengend, da dem Film zu folgen. Was die Story angeht, 0815 Story, die einfach schlecht umgesetzt wurde. Ja, ist kein guter Vertreter seines Superhelden-Genres. Und diesen Film kann ich niemandem empfehlen. Mir fällt niemand ein. Normalerweise, egal wie schlecht ein Film ist, ne? Ich würde sagen, vielleicht Trash-Fans, ja? Trash-Film-Fans könnten hier einschalten. Aber ich glaube, selbst die wären total enttäuscht, ja? Die Darsteller sind nicht gut hier in dem Film, obwohl sie es schon viel besser gezeigt haben in der Vergangenheit. Die Effekte sind Schrott, die Story juckt keinen. Das ist einfach eine Katastrophe von dem Film. Aus all diesen Gründen bekommt dieser katastrophale Film von mir die Note 5-. Ja, ihr Lieben, ich glaube, ich hatte noch nie so eine kurze Sparte im Bereich Positives. Das war hier nichts. Das ist eine reine Vollkatastrophe von einem Film und
ich weiß nicht, also ich frage mich manchmal in solchen Filmen, wie die Schauspieler da reingeraten. Ja, kann ja nur mit ganz übeln Knebelverträgen passiert sein. Nee, tut mir leid, das ist kein guter Film und ich empfehle diesen Film niemandem, noch nicht mal Trash-Fans. Das war's von mir und ich wünsche euch einfach alles Gute und wenn ihr Superheldenfilme gucken wollt, dann haltet euch ein bisschen an die Konkurrenz. Auch Netflix hat es besser bewiesen mit der Serie Umbrella Academy zum Beispiel. Ja, Netflix ganz besser, aber im Filmbereich anscheinend noch nicht so ganz. Von daher, habt alle einen wunderschönen Tag, meidet diesen Film und bis bald, ihr Lieben.